Hallo Leute und willkommen zu Part 40 von Final Fantasy VII Remake. Es geht weiter im unterirdischen Shinra-Komplex. Wir sind immer noch auf der Suche nach Wedge und Cloud. Und wir haben ihn gefunden. Oh nein, er scheint es wohl nicht überlebt zu haben. Doch. Wirklich? Dieser Junge, hat er mir einen Schrecken eingejagt? Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja. Training. Was ist das? Barrett! Haut doch ab, geh doch da durch. Was ist das? Wie viele sind das? Ich weiß nicht, was für eine Magie die anfällig sind, aber ich probiere einfach mal Eis aus. Da probieren wir mal Blitz aus wegen diesen. Soll mal für Flieger sind, aber. Das Mann! Bam! Noch mehr. Namenloser. Wieder das Fußvolk. Schaffen wir das? Na klar, was denkst du? Ah, verdammt. Oh, you can. Und tschüss. Es kommen immer mehr. Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib mir Deckung. Den Lüftungsschacht? Wo war jetzt hier die Treppe? Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib mir. Yeah.
Wow. Boah, nice. Oh, verdammt. Boah, wie viel Schaden der gemacht hat. Ja, wie komme ich wieder tiefer da runter? Da komme ich nicht mehr runter. Oh! Aua! Gegen was könnte der denn anfällig sein? Weiß halt nicht, gegen was der immun ist. Probieren wir mal Eis. Also, ich bin jetzt vergiftet. Absorbiert?
Feuer könnte echt was bringen gegen den. Weiß nicht, ob Chocobo-Küken viel. Gucken wir uns dieses Chocobo-Küken mal an, was das so kann. Sagen wir nutzen mal älter, damit wir mal wieder ein bisschen. Nein, Blitz halt ihn auf jeden Fall. Die wirkt eigentlich Eis auf den Tipp. Ach komm, jetzt ist sie tot. Oh Mann. Jawohl. Und tschüss. Oh, 59. 59 Kill. Nice. Was für ein Kampf. Cloud! Da bist du ja. Los geht's. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Komisches Viech. Woher wusstest du, wo wir sind? In dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll.
unverkennbar. Seite von Shinra. Dunkle Seite, wow. Oh, damit. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Hast du gut gemacht. Ihre Kehr. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Ganz schön der Brocke, den auf der Andasch. Oder im Arm. Albtraum ohne Erwachen. Das Suche nach Hoffnung. Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen.
Elmira? Wir müssen Aeris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Aeris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschen Leben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Mal gefragt, was da oben ist. Ah, stimmt, da ist ja der Balkon gewesen. Aber nicht, dass das da ist, wo ich hin muss. Wenigstens liegt diesmal kein Zeug rum. Muss ich wohl hin. Ah, da oben ist Tifa. Irgendwas auf dem Herzen. Mal zu ihr. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, habe ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Aeris? Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Tifa. Die Bar. Alles weg. Deinen Arm klaut. Mir weh.
Tut mir leid. Aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Tifa ist immer so tough und so stark. Lustig. Erst Marlena und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Mit Befehl, natürlich. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken. Nicht wahr? Mhm. Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Mhm. Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Ich warte hier. Barret. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aris zu retten. Genau. Oh, da hinten haben wir noch was. Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir. Ein Schrittzähler. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Oh, Corneo. So, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Mal rein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis denn.